Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Galgenberg. Es geht weiter und wir läuten die letzte Woche ein von diesem Projekt, denn es wird dann ab der nächsten Woche auf der Ellerbach weitergehen. Und deswegen werden wir hier noch so viel wie möglich versuchen zu schaffen. Und genau. Auf jeden Fall werden wir erstmal weitermachen mit der Gülle. Die muss auf jeden Fall auf die Wiesen drauf. Und dann werden wir mal weiter schauen, was wir da noch zu machen haben. Hier ist natürlich auch die Gerste schon wieder fast erntereif. Und ja. So, hier ein bisschen runter. Hoch mal den. So, dann einmal umdrehen. Genau. Wenn euch das Video gefällt oder euch das Projekt gefällt, könnt ihr ja gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Mein Gott. So. Und wir werden dann definitiv in der nächsten Woche auf die Ellerbach wechseln. Aus dem einfachen Grund. Ich bin nicht mehr ganz so zufrieden mit dieser Map. Also der Hof ist natürlich ganz okay. Man hätte natürlich auch mal wechseln können, den Hof. Aber es bleibt natürlich dann bei denselben Feldern und so weiter. Und jetzt habe ich ja hier so ein bisschen industriemäßig ein bisschen was aufgebaut. Aber irgendwie gefällt mir das nicht wirklich. Und das Problem ist natürlich jetzt, wenn ich wechsle, habe ich ein Problem. Und wenn ich, wenn ich jetzt hier den Hof wechsle, habe ich ein Problem, weil dann natürlich das ganze Zeug hier rumsteht. Und ich das natürlich nicht rückgängig machen kann. Und ansonsten muss man natürlich sagen, einfach mal so ein Tapetenwechsel wieder wäre nicht verkehrt. Natürlich könnte man hier drauf auf jeden Fall weitermachen. Aber ich weiß auch nicht, ob es einen LS25 gibt. Und wenn es einen LS25 gibt, dann werden wir definitiv die Ellerbach bis zum Ende dieses, also bis zum Anfang von dem neuen Teil dann spielen. Wenn eben dieses Jahr ein neuer kommt. Das ist so mein Ziel. Und nebenbei, wenn wir natürlich dann die Fichtal auch bis dahin weitermachen. Auf jeden Fall könnte man definitiv diese Map hier auch weiterspielen. Da steht auf jeden Fall nichts dagegen, aber man muss halt auch einfach so sagen, ich finde halt diese Map nicht mehr so interessant, so, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe halt vielleicht auch ein paar falsche Entscheidungen getroffen, weil ich vielleicht, vielleicht hätte ich das der ist alle. Dann werden wir uns mal was Neues holen. Einfach weil ich hier definitiv eine falsche Entscheidung getroffen habe. Also hier diese beiden Produktionen hinzubauen, war einfach ein Fehler. Ich bin wirklich ehrlich, mit der Seite hier, auf der Seite bin ich sehr zufrieden mit dem Schafstall und so weiter. Aber das da gefällt mir halt nicht. Und das Problem ist halt, ich kann das Zeug ja auch nicht einfach abreißen, weil dann habe ich ja trotzdem da diese Fläche und ich kriege ja meine Feldfläche nicht wieder zurück. Dann müsste ich es wieder umflügen und so weiter und so fort. Das ist halt aktuell so ein bisschen mein Knackpunkt. Und vor allen Dingen wollte ich ja eigentlich auf die Hof Bergmann wechseln. Aber ich finde, die Hof Bergmann, beziehungsweise hat sich auch die Hof Bergmann bei euch nicht durchgesetzt. Bezüglich halt eben der Frage, ob ich auf die Hof Bergmann oder... Also es war ja die Frage, ob ich auf der Galgenberg bleiben soll. Oder ob ich halt eben auf die Hof Bergmann oder eben auf die Ellerbach wechseln soll. Was wo muss ich denn hier drücken, damit die... Okay. Hä? Geht denn da nicht ran? Ich verstehe es nicht. Vielleicht noch ein Stückchen weiter wegfahren.
Ja, jetzt ist es wieder zu weit weg. So. Mal. Was habe ich denn hier schon? Och, Mann. Menüsystem, wo ist das? Better Contracts, nee. Everything changes. Hä? Nice Plus, Interactive Contracts. Nein. Ach ja, hier. Schlauch ankoppeln. 5. Macht aber nichts. 5. Digga, weißt du, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Du musst den wirklich perfekt. Oder bin ich auf der falschen Seite? Ja, gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Aha, guck mal jetzt. Hallo, ich muss den. Muss doch den. Ich muss den Schieberegler hier aufmachen. Schieberegler ist die 4. Mann, jetzt macht doch diesen Regler auf jetzt. Oh. Jetzt. Also war er doch schon offen. Naja. So, wie sieht's aus hier mit Mist? Ui, hier ist schon wieder einiges am Mist. Wie geht's eigentlich den Kühen? Oh, die haben auch gar nichts mehr, ey. Die bräuchten ja auch mal irgendwas anderes. Halt ordentlich mal Stroh. Was dein ist? Digga, ist der fertig hier? Ich habe ja auch noch so viele Missionen hier. Das ist ja auch noch. Viele Aufträge. Nee, die mache ich nicht mehr. Ich mache jetzt hier das Sojabohnenfeld hier noch durch und dann. Also fertig. So, weil der ist noch zugeklappt. Deswegen. Der ist schon zugeklappt, der Kollege. Ich verstehe nicht, warum der Sojabohnen Strom macht. Macht keinen Sinn. Verstehe ich nicht, wo er das hernimmt. Naja. So, was haben wir denn eigentlich dann noch für Felder? Also die 78 können wir ja dann noch machen. Aber mehr würde ich dann nicht machen. Ich glaube, mehr schaffen wir auch gar nicht in der Woche. Dann werden wir einfach mal schauen, was wir dafür noch bekommen. Und dann... Ja. So. Ich baue mir hier noch die Ränder ab. Da wird zwar nicht mehr ganz so viel bei rumkommen, aber haben ist besser als brauchen. Und deswegen fahren wir hier einfach ab. Ich weiß ja nicht, was der hier gemacht hat, warum der hier so viel Platz zwischen den Reihen gelassen hat.
Macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, aber gut. Naja. Dann nicht mein Problem. Also doch, es ist mein Problem, aber ich hab's ja nicht gemacht. Ja, der auch mal teilweise ein bisschen mit Stroh, Häckselablage gemacht, aber naja, gut. So, ist jetzt hier oben noch irgendwas? Nee, nicht. Oder? Doch. Das schaut so aus. Gut. Dann haben wir jetzt nochmal 400 Liter dabei. Die könnten halt zum Schluss wieder entscheidend sein. Das ist ja auch immer so eine Sache. So. So. Sehr schön. Dann fahre ich jetzt schnell darüber und lass den da gleich losstarten. Dann kann er da nämlich gleich weitermachen. So, dann einmal hier. Stopp erstellen. Bei Vorgewinde. Und dann erster Wegpunkt und los. Gut. So, der ist ab. So, dann können wir mit dem hier nämlich weiterfahren. Dann muss ich aber gleich mal gucken. Also erstmal fahre ich den hier hinter auf die Wiese und dann gucke ich mal schnell, wo ich die Sojabohnen hinbringen muss. Damit der Anhänger gleich wieder frei ist. Genau. Dass das dann gleich frei ist und dann... So. Da sind die Sojabohnen. Und die Sojabohnen müssen... hier. Ernten. Teils. Sojabohnen. Was da? Bioledle, okay. Das muss ins Bioledle. Gut. Dann fahren wir da mal schnell hin zum Bioledle. Man muss natürlich auch dazu sagen, der Hof hat sich auch echt gut entwickelt. Also vor allen Dingen auch hier mit den Feldern und so weiter. Und ich meine, wir sind doch bei über 100 Folgen. Ja. Vielleicht könnten wir es ja irgendwann vielleicht nochmal angehen. Je nachdem, vielleicht mal so ein Recap. Was haben wir erreicht und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Aber ansonsten würde ich es tatsächlich... erstmal weglassen. Interaktionsmarkierungen an. So. Gut. Dann kommt bestimmt jetzt noch ein bisschen Knatters rein. Ach, natürlich nicht. Weil die noch anders... Oh. Die sind wieder an irgendein anderes Feld noch mit dazugegangen. Och Mann, ey. Kann doch nicht wahr sein. Wieso machen die denn immer sowas? Naja, gut. Dann halt nicht. Aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Habt noch einen entspannten Dienstag und damit... haut rein. Tschüss und ciao.